Moin Moin, hallo und herzlich willkommen bei Radio Vom. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind auf der Feste Coburg mit einem Spieler aus dem hohen Norden in Coburg. Herzlich willkommen, Lukas Wucherpfennig. Grüß dich, mein Jung. Ist das einer deiner Lieblingsorte hier in Coburg? Er gehört mit dazu auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin jetzt hier nicht jeden Tag, aber es ist natürlich, wenn Freunde, Familie oder sonst was zu Gast ist, gehen wir gerne hier hoch. Ansonsten gibt es auch nette Städte ein bisschen weiter unten in Coburg. Wir wollen natürlich heute darüber reden, wie kommt ein Mann aus dem hohen Norden handballerisch gesehen nach Coburg. Aber es hat sich gelohnt, das werden wir auch gleich feststellen. Lukas Wucherpfennig, wie kommt man nach Coburg? Eigentlich wollte ich noch mal einen Schritt mehr haben. Und dann hat sich über meinen Berater der Kontakt zu Coburg ergeben. Ja, dann war ich hier zum Probetraining, habe die 8,5 Stunden Zugfahrt hinter mich gebracht und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, ja, wir bleiben erstmal hier. Dröseln wir das alles doch einmal auf. Du kommst nämlich aus Kiel und was ich herausgefunden habe, du bist im selben Ort geboren wie ich, in Preetz. So sieht's aus, ja. Was für ein Zufall. Und da habe ich natürlich gedacht, wir beiden Preetzer Jungs, wir müssen uns mal treffen hier in Coburg. Du hast das Handballspielen auch in Kiel gelernt. Ja, das war allerdings, waren das ein paar Umwege. Also ich habe wohl in Altenholz kurz angefangen bei den Minis, war dann zu klein. Dann ging es über viele andere Sportarten, über Fußball, Tischtennis, Turnen, was weiß ich, alles mögliche ausprobiert. Bin ich dann letztendlich in Mönckeberg gelandet und zusammen mit Morty und so weiter da angefangen. Morten Dahmke? Genau, tatsächlich. Und ja, dann dabei geblieben und genau, dann ging es irgendwann zum THW. Und dann bist du nach jenem Probetraining, was du gerade angesprochen hast, 2015 hier in den Norden von Bayern gezogen. So sieht's aus. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal in Bayern lande, auch wenn es fast Mitteldeutschland ist. Aber ja, so schnell kann es gehen. Also die Luft hier ist schon mal überragend. Mir würde das Wasser fehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Feste hier ist sehr, sehr schön. Also kulturell doch eine total tolle Ecke, oder? Das kann man auf jeden Fall sagen. Also Coburg ist klein, hat aber so eigentlich alles Nötige da, was man braucht. Hat auch, wie du schon sagst, kulturell sehr viel zu bieten. Lass uns sportlich werden. Ja. Es wurde nämlich eine tolle Zeit. Dafür, dass Coburg erst seit dem Jahr 2000 eigentlich handballerisch existiert in der aktuellen Form, ging es steil bergauf und du hast die Zeit mitgemacht, als es zum ersten Mal in die erste Bundesliga ging. Ja, so sieht's aus. Also ich bin in dem Zweitliga-Jahr hierher gekommen, wo es dann Richtung Aufstieg ging und war dann natürlich für mich auch erstmal super. Ne? Damit habe ich so in der Form auch nicht gerechnet, aber das war schon echt cool. Vor allen Dingen, was hier in der Stadt auch los war. Also wir waren auf dem Rathausbalkon, haben uns ins Goldene Buch eingetragen und der Marktplatz, den du ja auch eben gesehen hast, war voll von Menschen tatsächlich, voll in Gelb. Und ja, das war auf jeden Fall, wenn du so erstmal hauptsächlich aus der dritten Liga kommst und dann plötzlich sowas mitmachst, das war schon überragend, das war echt gut. Für dich doch auch ganz besonders wahrscheinlich dann die Auswärtspartien in Kiel, Flensburg etc. Ja, das war, also da habe ich mich dann neben dem Aufstieg natürlich am meisten drüber gefreut, endlich da in den Hallen auch mal spielen zu dürfen. Und ja, allein was in Kiel damals da war an Freunden und Familie und ja, neben dem Spiel war das natürlich ein mega Erlebnis. Dann ging es allerdings sportlich gesehen wieder relativ schnell nach unten, erwartungsgemäß. Jetzt zweite Liga wieder ganz oben mit dabei, an der Schwelle zum Aufstieg, Fragezeichen. Ist ja dieses Jahr realistisch? Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn man es am Anfang vielleicht nicht so hätte erwarten können, dass wir so einschlagen, sage ich mal, weil wir auch einen ganz schönen Umbruch hatten in der Mannschaft. Aber die Truppe ist super und wir stehen aktuell auf dem zweiten Platz. Aber ich denke nach wie vor, dass wir auf jeden Fall das Zeug dazu haben und das ist auch unser Ziel, mit da vorne anzugreifen. Dass wir uns jetzt irgendwie Druck machen oder Druck haben, habe ich nicht das Gefühl, sondern wir wollen einfach weiter oben mitspielen und haben die individuelle Qualität dafür. Und ja, nee, ich freue mich auf die kommenden Spiele noch. Wie geht's für Lukas Wucherpfennig weiter? Vertrag bis 2020 hier in Coburg? Genau, also ich habe diese Saison auf jeden Fall noch und nächste Saison. Und ja, was dann passiert, das wissen wir jetzt noch nicht. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich hoffe einfach persönlich, dass wir weiter oben mitspielen und möglicherweise einen Aufstieg schaffen. Das wäre natürlich cool, dann wieder in der Heimat irgendwo aufzulaufen. Und nö, ansonsten, was kommt, das wissen wir noch nicht. Ist so, die Zukunft kennen wir nicht, wie man so schön sagt. Lukas Wucherpfennig,
vom HSC Coburg. Vielen Dank. Gute für die Saison. Bleibt verletzungsfrei. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr aus der Situation macht. Ich bin auch gespannt. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören hier bei Radio Vom. Ciao aus Coburg.